da, diese Strukturkugel, dann wird der Köder, so wie es eingestellt ist, über Grund gezogen. Ah, okay. Das ist so, wenn kommt so ein bisschen auf das Wetter an und so, wenn die Fische eher tief stehen. Du kannst es auch so machen, dass die mitten im Wasser stehen. Und im Prinzip ist das eigentlich schon alles, warum wir beide angeln. Das haben wir nämlich jetzt schon rausgekriegt. Weil es geht eigentlich gar nicht so sehr um die Aktionen und so, sondern geht darum, dass man am Wasser sitzt und das genießt. Wetter und die Luft. Aha, okay. Das heißt, man kann die Höhe quasi einstellen. Du kannst die Höhe einstellen, dass du nicht eben nur mit dem Schwimmer fischt. Oben. Das war ja die erste Lektion, die ich auch gelernt habe, dass man immer die richtige Höhe einstellen muss. Ne? Und was dann jetzt eigentlich noch ganz wichtig ist, wäre dann so ein Bier. Kaltgetränk hier. Genau. Das würde ganz gut. Ja, da musst du auch erstmal die Gewässertiefe rauskriegen und so. Und das ist, aber hier am Rhein natürlich alles total anders. Ja. Es gibt hier Aale. Ja. Es gibt Karpfen. Es gibt mittlerweile Schleien wahrscheinlich auch. Forellen wird man wohl nicht so finden. Forellen nicht, aber mittlerweile sind schon wieder Lachse. Tatsächlich, ja. Jetzt weiß ich nicht, ob hier in der Region wahrscheinlich weiter stromaufwärts. Und Maifisch ist eingesetzt worden. Auch sehr lecker. Und das überlege ich gerne dir. Darf ich? Ersten Wurf machen. Mal schauen. Für sich allerdings sehr wenig Gewicht jetzt dran. Ich hätte. Okay. Versuch's einfach. In dem Kontext steht übrigens auch das Konzert morgen. Da geht es auch ums Sterben. Das betrifft uns ja alle. Und insofern ist es eigentlich das Angeln ideal, weil man auch mal beim Angeln sinnieren kann über das eigene Leben. Und wie das eigentlich ist, wenn man mal sterben muss. Und da gibt es ein paar Komponisten, die das unglaublich toll komponiert haben. Meine letzte Erfahrung, also Mahler natürlich, mit dem Abschied, dem letzten Satz von Lied von der Erde. Wetter und die Luft genießt und die Aussicht genießt und seine Ruhe hat. So ist es. So, und die Moldi im Moment noch genießen, dass der Hörer auch. Und genau so ist das.